Mahlzeit, herzlich willkommen beim Right Review Video Magazin und einem neuen kleinen Art Review meinerseits. Und ich möchte euch heute eine Achterbahn vorstellen oder einen Achterbahntyp, den es 10 Mal auf der Welt gibt und der von Gerslauer Amusement Rides gebaut wurde. Und wir reden nicht über irgendwelche Eurofighter oder Infinity Coaster, sondern über den Kiddy Racer. Und der Kiddy Racer ist halt die Einsteiger-Kinderachterbahn von Gerslauer und davon wurden, wie gesagt, seit 2014 10 Stück verkauft und installiert. Alleine in 2014 direkt 5 Stück, 2015 dann noch einen und 4 weitere gab es 2017. Unter anderem gibt es halt Huracanito zum Beispiel im Belantes neben Huracan. Oder auch halt den ihr als On-Ride eventuell gerade schon im Hintergrund seht oder gleich sehen werdet. Im Trampolino an danach, die Seifenkiste. Und von Bildern her finde ich zum Beispiel am ansprechendsten den noch im Potts Park. Da waren wir aber noch nicht. Da werden wir aber euch auf jeden Fall auch noch was von bringen irgendwann. Diese Achterbahnen sind halt auch wirklich nur für Kinder. Wenn ihr die counten wollt, müsst ihr das sehr früh machen. Wenn ihr das Video jetzt hier seht, seid ihr wahrscheinlich schon zu alt und zu groß für diese Bahn. Und deswegen ist das auch nicht wirklich ein Lost Count, wenn man die nicht fahren kann. Aber ich finde, das ist wirklich eine sehr coole Sache, um die ganz Kleinen schon an Achterbahnen zu gewöhnen, ranzutasten und damit die auch was haben, was sie fahren können. Und was bedeutet ganz Kleine? Ganz Kleine bedeutet, alle zwischen 90 und 120 Zentimetern können diese Bahn fahren, müssen zwischen 3 und 5 Jahren alt sein und dürfen im Trampolino zumindest maximal 30 Kilo wiegen. Und dann kann man diese Achterbahn fahren, die wirklich auf einer Sohle steht, Stützen hat, Schienen hat, einen Kettenlift hat und dann eine Abfahrt kommt mit einer Kurve, mit so einem kleinen Dip drin und einer weiteren Kurve. Dann ist man wieder in der Station, fährt dann meistens aber auch 2 Runden. Und das Ganze findet auf einer Fläche von 11 mal 7 Metern Platz und hat eine Streckenlänge von 22 Metern sogar. Und dieses Oval wird aus einer Höhe von 1,60 Meter wird da reingestartet in die Strecke und der Wagen erreicht auch bis zu 15 km/h Topspeed. Und diese Seifenkistenwagen haben auch einen Bügel. Und die sind, also auf jeden Fall im Fall vom Trampolino ist das Ganze self-operated, so dass die Eltern mit ihren Kids zusammen dahin gehen, ihre Kids selbst da reinsetzen, selbst den Bügel schließen und dann per Totmannschalter sich auf eine Platte stellen und selber bedienen, wie das Ganze funktioniert. Blende ich euch gleich am Ende nochmal ein. Da habe ich im Trampolino ein bisschen selber doof rumgefilmt. Und dann können die Kids diese Dinger fahren. Ich finde es wirklich super cool, mega interessant. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warum machst du denn jetzt ein Video über die Teile? Ich habe auf dem RideView-Kanal, den On-Ride- und Off-Ride-Kanal von mir, habe ich einen On-Ride davon hochgeladen. Und irgendwie gab es auf dieses Ding halt super viel Resonanz und Aktivitäten und Betätigung. Und habe ich mir gedacht, okay, da können wir ja mal drüber reden und wir gucken mal, was das alles noch zu bieten hat, außer dieses On-Ride, sondern was alles so dahinter steckt. Und das ist halt echt eine coole Anlage, meiner Meinung nach. Also die braucht sehr wenig Platz. Und so wie es halt im Belantes gemacht ist, neben Huracan, die halt echt für Ältere ist, Huracanito zu setzen. Genauso sehe ich das ja auch mit den SBR Visa Mini Topspins. Fände ich richtig cool, sowas halt neben einem großen Topspin zu stellen. In der dementsprechenden Thematisierung vielleicht sogar noch. Also man stelle sich vor, Talokan und Talokanito oder wie auch immer. Und das sind Sachen, die finde ich voll cool irgendwie. Wie euch so Mini-Fahrgeschäfte gefallen, könnt ihr ja gerne mal abstimmen hier oben in der Infokarte. Und ansonsten könnt ihr euch gerne auch unsere Backstage- und Technik-Tour zum Mini-Topspin angucken. Verlinke ich euch in der Endcard. Und irgendwas, wahrscheinlich den Parkcheck zum Trampolino in Andernach. Und das war es eigentlich auch schon zu den Seifenkisten von Gerslauer. Dann seht ihr jetzt noch vor der Endcard das Video, wie man das Ganze betätigt. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video, wie jeden Tag. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Peace. So, hier ist übrigens mal das Pull von diesem Mini-Coaster, wo man die Bügel selber entriegeln muss, was man an dieser Stelle hier macht, indem man das dann wieder rauszieht und wieder hoch macht. Und man steuert auch komplett selbst das Ganze pult. Man muss also auch hier drauf stehen. Seht ihr das? Und kann auch dann die Fahrt hier starten. Ich weiß gar nicht, wofür das ist.
Achso, das ist zum Stoppen. Du kannst aber auch, wenn du eine Störung hast, dich quittieren und auch hier einfach mal anhalten. Kannst aber auch hupen, wenn du Personal brauchst. Und hier kannst du richtig dick stoppen. Ist ziemlich witzig, dass man das komplett selbst operated, aber ich kann damit natürlich nicht fahren. Das ist etwas, naja, klein. Also das Hauptproblem ist einfach Maximalgewicht 30 Kilo. Da bin ich leicht drüber.